Kapitel 15. Tiefen, du darfst nicht sterben. Sicht Philipp. Er lag in den Boden, regungslos und beinahe schon körperlich aus der Umgebung war. Joyce hatte sich weiter auf den Stab gemacht und mich hier mit ihm allein gelassen. Gut so, so musste ich in die gesamte Nähe wenigstens mit mir schlafen, während ich verzweifelt versuchte, meinen Freund aufzuwecken. Tisi, ich liebe dich, flüsterte ich ihm immer und immer wieder ins Ohr. Er wollte sich einfach nicht mehr bewegen, nicht aufwachen. Was sie wohl mit ihm gemacht haben musste, dass es so schlimm aussah. Nach vielen Stunden, in denen ich vergeblich versuchte, ihn wieder zu wecken, entschloss ich mich dazu, ihn zu Essen zu bringen. Er würde mit Sicherheit wissen, was zu tun war. So hob ich ihn hoch und spendete so schnell ich konnte zurück zum Mediakraftgebäude. Essen! Oh, kommt her, ich brauche eure Hilfe! Reichte ich so laut, es ging über die ganze Etage und hoffte auf Antworten ihrerseits. Ein Glück waren sie noch hier. Essen kam völlig geschockt auf mich zu und versuchte, mir Tisi aus dem Arm zu nehmen, während ich zu sehr damit beschäftigt war, die Tränen aus meinen Augen zu sinken. Nein, keifte ich entgegen, selbst in der Stimme, in der noch immer alle versammelt waren, bis auf Joyce natürlich. Scheiße, was ist mit ihm? Wollte Oz wissen und kam näher, um ihn sich genauer anzusehen. Guck nicht so blöd, stellte ich und lief weiterhin in den Tee, der bereits am anderen Ende des Raumes angekommen war und etwas aus seinem Schrank rauskramte. Puh. Zum Glück habe ich in jedem Schrank so etwas versteckt, murmelte er vor sich hin und kam zurück in meine Richtung. In der Hand hielt er eine kleine Dose gefüllt mit einer rubinroten Flüssigkeit. Gerade als ich diese Inhalt der Dose in den Mund schien, wollte, zog ich ihn weg. Was ist das? Sagte ich mit leicht behilflicher Stimme. Ich schaute mit den Augen. Beruhige dich. Das ist Rubinwasser, angereichert mit einem Tropfen Werwolfsblut. Winkte er ab und kam mir nicht mehr. Moment mal. Schützend ging ich mit Tisi ab, den Arm wieder einen Schritt zurück. Da ist Werwolfsblut drin. Und jetzt kam er wieder einen Schritt näher. Das gibst du ihm nicht, Schirchen. Ich und Riesen wieder zurück. Jetzt hör von dort nochmal auf mit dem Scheiß. Willst du etwa, dass es schwebt? Schrie nun er. Warum sterben? Was war hier los?